So, Freunde, herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video. Ich bin Big O Electrify und es gibt Neuigkeiten von Octopus Energy bzw. von Electroverse. Meine Zuschauer, sie wissen ja, dass ich schon länger an diesem Thema dran bin. Und ich bin durch den Elektro-Driver darauf aufmerksam geworden, dass es wieder möglich ist, kostenlos über Allego-Ladesäulen zu laden. Ganz vereinzelte Ladesäulen wurden uns ja in der Community schon mal gemeldet. Aber es scheinen wieder mehrere Ladesäulen dabei zu sein, die vorher nicht dabei waren. Und jetzt möchte ich euch mal ein paar Ladesäulen zeigen und vor allem möchte ich euch zeigen, wie ihr vorgeht, um selber für euch Ladesäulen zu finden. Dazu geht ihr am allerbesten über einen Laptop oder einen PC auf die Electroverse Homepage und lasst euch dann die Karte anzeigen. So. Dann sehen wir hier Deutschland mit allen möglichen eingezeichneten Ladesäulen. Das sind ja schon ziemlich viele. Aber wie sollen wir da jetzt unsere speziellen Ladesäulen rausfinden? Dazu öffnen wir einfach den Filter. Und wir gehen hier in dem Filter bei der Ladegeschwindigkeit auf 50 kW oder mehr. Und wir geben hier Allego-Ladesäulen mit ein. Das heißt, er zeigt uns jetzt alle Allego-Ladesäulen an, die mit 50 kW oder schneller laden können. Ja, dann gehen wir mal in unsere Umgebung sozusagen, das ist bei mir jetzt München, und schauen uns an, welche Ladesäulen es da gibt. Und wenn wir diese Ladesäulen anklicken, dann öffnet sich hier ein Fenster und wir können uns die Preise anschauen. Wie wir hier sehen, haben wir in der Bodenseestraße 209 keinen Preis angezeigt. Das heißt, dieser 50 kW Lader sollte kostenlos sein. Ich habe diesen 50 kW Lader auch schon mal besucht, da gibt es auch ein Video von mir. Da war der leider defekt außer Betrieb. So, da konnte man nicht kostenlos laden. Das war auch in der App nicht angezeigt oder auf der Homepage. Allerdings, nach einiger Zeit wurde er eben doch als defekt gemeldet und war als defekt angezeigt. Jetzt steht er nicht mehr als defekt drin, interessanterweise. Und ich habe vorhin mal gesehen gehabt, dass der sogar belegt war. Also da scheint jemand geladen zu haben. Ich gehe also davon aus, dass dieser Lader wieder funktioniert und dass man dort kostenlos laden kann. Der ist da beim Euromaster Parkplatz, das ist so ein Reifenhändler. Ja, ich finde es hochinteressant. Man muss es ausprobieren. Ich konnte es bis jetzt noch nicht testen. Sobald ich hier eine Information habe, gebe ich euch natürlich auch ein entsprechendes Update. Dann schaue ich mal eine zweite Ladesäule, die in der Vergangenheit auch kostenlos gewesen ist, in dieser Aktion im Januar und im Dezember 2023, Januar 2024. Das war diese Ladesäule hier. Die kostet aber 63 Cent. Die ist nicht kostenlos. Welche Ladesäule kostenlos ist, ist die, bei der der Elektro-Driver geladen hat. Das ist diese hier oben. Hier steht auch kein Preis dabei und er hat geladen und hat eine Abrechnung bekommen mit 0 Euro. Also die ist kostenlos. Und hier sehen wir auch schon, der 50 kW Lader ist besetzt. Das heißt, hier ist gerade ein Laden nicht möglich. Da wissen wahrscheinlich mehr Leute Bescheid darüber. Ich weiß es nicht, gell? Aber hier seht ihr, es ist genauso, dass kein Preis angezeigt wird, genauso wie der in der Bodenseestraße. Und hier haben wir auch schon eine Abrechnung mit 0 Euro. Ja, und so geht ihr jetzt einfach vor, wenn ihr kostenlose Lade sucht. Das heißt, ihr schaut in eurer näheren Umgebung, was habt ihr, und klickt die einfach an und guckt, ist ein Preis hinterlegt und wenn ja, welcher. Ich kann euch entlang dieser A8, der Salzburger Autobahn, noch sagen, wir haben hier in Rosenheim zum Beispiel einen offiziell kostenlosen Lader. Da steht sogar im Preis 0 Euro drinnen. Hier könnt ihr also definitiv mit 50 kW kostenlos laden. Wobei, Achtung, in der Regel kriegt man nur 40, 43, 45, vielleicht 47 kW hin, also die 50 kW erreicht man wahrscheinlich nicht. Also der in Rosenheim ist kostenlos. Dann haben wir hier einen, der ist in Bernau am Chiemsee. Der ist auch offiziell kostenlos offensichtlich. Dann schauen wir uns mal den hier an. Der kostet wiederum was, und zwar 69 Cent die Kilowattstunde. Dann haben wir hier Siegsdorf und hier ist auch kein Preis hinterlegt. Ich gehe also davon aus, dass auch der kostenlos sein dürfte. Also wenn ihr entlang der A8 unterwegs seid, ja, dann peilt vielleicht mal diese Lader an. Aber Vorsicht, nicht irgendwie mit 1% Rest im Akku ankommen und dann funktioniert der Lader nicht, gell? Also ein bisschen Puffer solltet ihr euch da schon einbauen, dass ihr den nächsten möglichen Charger dann auch eben erreichen könnt. Was haben wir hier? Mühldorf am Inn. Schauen wir mal, was der kostet. Auch hier kein Preis angegeben, auch der könnte kostenlos sein. Ja, also ihr seht, wie ihr vorgeht. Ihr schaut, ob bei euch in der näheren Umgebung. Schauen wir mal hier, was haben wir? Regensburg.
Der kostet 69 Cent die Kilowattstunde. Und immer aufpassen, wenn die Ladesäule freischaltet, dass sie auch wirklich den richtigen Anschluss, das seht ihr hier anhand der Nummer, die hinten raussteht, also in dem Fall wäre sie 3912, dass ihr immer den richtigen Anschluss wählt. Hier aber 63 Cent die Kilowattstunde. Also, ihr macht das jetzt einfach, ihr klickt euch durch, ihr schaut, was in eurer näheren Umgebung ist, wo könnt ihr kostenlos laden und dann tut ihr das. Ja, ich habe jetzt noch keine weiteren Updates, wie gesagt, bekommen von meinen Kontakten bei Electroverse. Ja, ich hoffe, dass da nächste Woche, dass es Neuerungen gibt. Diese Woche haben wir jetzt die Ferien, deswegen gibt es vielleicht keine Infos. Aber ich hoffe natürlich, dass CityWatt für 41 Cent die Kilowattstunde wieder zurückkommt. Also das hoffe ich wirklich sehr. Und ja, so schaut das aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mich unterstützen wollt und meinen Kanal und wenn ihr solche Informationen zu schätzen wisst, dann gebt mir einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Das ist ganz wichtig, dass der Kanal wächst. Diese Abos, die brauche ich unbedingt. Und wenn ihr euch bei Electroverse anmelden wollt, dann nehmt gerne meinen Anmeldelink. Da bekommt ihr 5 Euro Startguthaben und ihr könnt euch die kostenlose Ladekarte bestellen. Also ihr macht schon mal auf keinen Fall etwas falsch. Und dieses Ladeguthaben, die 5 Euro, die werden euch nach eurer ersten Ladung gut geschrieben. Und die erste Ladung, die kann auch nur 2 Sekunden dauern, ja, sodass ihr euch schon mal diese 5 Euro sichern könnt. Also ich finde, das ist allemal wert, das ist eine super Backup-Karte. Und ihr seht, es passiert immer wieder was bei Electroverse, wodurch das plötzlich interessant werden kann. Ja. Also meldet euch an, holt euch das und wenn ihr mich unterstützen wollt, macht es über meinen Link, dann bekomme ich auch 5 Euro. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich kann dann wieder Ladevideos machen und euch da beim Laden eben entsprechend mit nehmen. Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es und viel Erfolg beim Finden einer kostenlosen Ladesäule von Allego über Electroverse. Macht es gut. Ciao, ciao. Servus.